Die Zeiten ändern sich in Indien. Jenem Land, das auf uns ebenso anziehend wie befremdend wirkt. Genau wie ihre chinesischen Nachbarn erleben auch die Inder einen tiefgreifenden Wandel, über den wir wenig wissen. Um die Veränderungen im heutigen Indien zu verstehen, erteilt diese Serie den Fotografen das Wort. Denn ihr Blick geht tiefer. Ihre Bilder sind ein Mittel gegen das schnelle Vergessen und ein Fenster zu einer Welt im rasanten Umbruch. Ihre Aufnahmen schärfen unser Bewusstsein für die indische Sicht der Dinge. Assam ist ein riesiger Bundesstaat und liegt im Zentrum der 9 Staaten im Nordosten Indiens. Ich bin in diesem Teil des Landes geboren. Ich hatte das Bedürfnis, zu meinen Wurzeln und an die Orte meiner Kindheit zurückzukehren. Und die Arbeit an einem Projekt über den Brahmaputra schien mir dafür geeignet. Wolkenkratzer, mehrstöckige Hochstraßen und glänzende neue Flughäfen gibt es nur in den Großstädten. Schauen Sie sich um. Wir leben in einem armen Teil der Welt. Das ist die Realität in diesem Land. Wenn ich mit den Menschen hier spreche, frage ich sie nach ihren Bedürfnissen. Streben sie irgendetwas an? Möchten sie gern mehr Geld verdienen? Und ich würde sagen, 75% dieser Menschen antworten, dass sie medizinische Grundversorgung und ein Minimum an Bildung wünschen. Das sind die fundamentalen Bedürfnisse einer Gesellschaft. Shonjit Das ist in einem modernen Indien aufgewachsen, das sich mit der kostbarsten, aber auch komplexesten Errungenschaft auseinandersetzt, die ihm die Unabhängigkeit brachte: Demokratie. Für die 400 Millionen Inder, die sich 1950 zu einem neuen Vielvölkerstaat zusammenschließen, ist das nicht selbstverständlich. Sie müssen die Prinzipien einer säkularen Bundesrepublik akzeptieren, die einen Subkontinent einen soll, der bisher aus einer Vielzahl von Fürstentümern bestand. Das unterentwickelte Indien, mit Not und Elend, wird einem massiven Modernisierungsprogramm unterworfen. Der landesweite Kampf gegen die Armut findet aber nicht überall Zustimmung und bleibt schwierig in diesem riesigen Staat, der von tiefgreifenden sozialen Ungleichheiten geprägt ist. Die Armut nährt schwelende Religionskonflikte. Von Kaschmir bis Assam im Nordosten des Landes haben die gewaltsamen Auseinandersetzungen und Spannungen zwischen Hindus und Moslems fatale Auswirkungen auf die indische Demokratie. Politische Attentate sind an der Tagesordnung. Mahatma Gandhi fällt 1948 einem Anschlag zum Opfer. Ebenso die Nachkommen von Pandit Nehru. Rajiv und Indira Gandhi werden von rebellierenden Tamilen und Sikhs ermordet. Diese Attentate zeigen der Welt, wie stark die indische Einheit durch Partikularinteressen bedroht ist. Gewalt prägt das Land bis in die Familien hinein. Denn der hartnäckigste und heftigste Konflikt entsteht durch die traditionelle Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Doch trotz dieser Widrigkeiten macht das Land Fortschritte. Die Zivilgesellschaft erobert alle Bereiche. Frauen erkämpfen sich Machtpositionen und bei den Wahlen drängt das Volk an die Urnen. Beharrlich haben Generationen von Fotografen versucht, die Gegensätze dieses unruhigen Landes mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern einzufangen. Wer an Indien denkt, hat zwei Welten vor Augen. Das Indien der reichen Enklaven mit ihren Wolkenkratzern, deren Bauplätze den Armen abgekauft wurden. Und das andere Indien, das von Armut geprägt ist. Deshalb wollte ich eine Reportage über die Landrechte machen. Ja.
Ich habe ein Dorf in Orissa besucht. In dieser Region will der südkoreanische Stahlkonzern POSCO ein Stahlwerk errichten. Die Bundesstaaten Orissa, Jharkhand und Chhattisgarh besitzen die größten Eisenerz- und Kohlereserven der Welt. In der gesamten Region wird in großem Stil Eisenerz abgebaut, das entweder in kleinen indischen Stahlwerken oder in Südkorea landet. Dort traf ich einen Mann namens Mahapatra. Er fragte mich, wenn ich mein Land nicht verkaufen will, warum habe ich dann nicht das Recht, Nein zu sagen? Indien macht einen sehr aggressiv und zynisch. Es versetzt dich in eine düstere Stimmung. Und der Grat zwischen Fotojournalismus und Aktivismus ist in Indien sehr schmal. Als Mitglied des Londoner Fotografenkollektivs Panos macht Chonjit Das Reportagen für internationale Medien. Als er die Armut seiner Landsleute eines Tages nicht mehr aushält, verlässt er sein Land und zieht nach Malaysia. Von dort aus kehrt er regelmäßig nach Indien zurück. Sein Blick ist jetzt kühler, neutraler und analytischer. Auch die Generation vor ihm hat sich vehement engagiert und ist in die Fußstapfen der großen humanistischen Fotografen des Westens getreten, die in Indien ihre Spuren hinterlassen haben. Als langjähriger Mitarbeiter der Lokalpresse von Mumbai beschäftigt sich Sudharak Olve stets mit langfristigen, persönlichen Themen, um sich für die benachteiligten Menschen einzusetzen, die er bei seinen Reportagen kennenlernt. Guten Tag. Komm mal mit, wie heißt du? Vaishnavi. Und wie weiter? Vaishnavi Santosh Pawar. Herr Mussein? Kommen Sie mal bitte. Wie geht es dir, mein Freund? Kommt, bringt den Arti. Guten Tag. Vor 14 Jahren habe ich eine Reportage über einen unserer ehemaligen politischen Führer gemacht, der nach meinen Informationen eine Beziehung zu einer Tamasha-Tänzerin unterhielt. Bei meinen Recherchen für eine Zeitung lernte ich einige Tänzerinnen kennen. Danach wollte ich das Thema vertiefen und habe einen befreundeten Journalisten kontaktiert, der jemanden in Mudnib kannte. Arun Kumar Musail war damals Sozialarbeiter. Wir haben ihn aufgesucht und seitdem haben wir uns immer wieder getroffen. Wie lange hast du das Ensemble geleitet? Einige Jahre lang. 50 Jahre? Ja, 50 Jahre. Der Tamasha-Tanz ist eine traditionelle Kunst hier im Bundesstaat Maharashtra. Er ist sehr erotisch und elektrisierend. Dabei mischt sich Musik mit Poesie. Die Tänzerinnen treten in Gruppen auf. Oft sind es Schwestern oder ein Duo aus Mutter und Tochter. Da sie seit jeher Nomadenstämmen angehören, konnten nur einige wenige eine Schule besuchen.
Als traditionelle Tänzerinnen dürfen sie nicht heiraten, haben aber oft Beziehungen zu reichen Kunden. Wenn sie Kinder von diesen Männern bekommen, werden diese ebenfalls in das Tanzensemble aufgenommen. Was ist? Bist du nervös? Wir müssen uns noch schminken. Das ist ein Teufelskreis, aus dem sie nur schwer wieder herauskommen, weil sie keine Alternativen haben. Vor 150 Jahren mussten die Tänzerinnen noch außerhalb des Dorfes leben. Sie hatten weder ein Haus noch die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Wenn sie dann Kinder bekamen, wurde es noch schwieriger für sie, sich aus diesem System zu befreien. Sie waren gezwungen, weiter zu tanzen. Die indische Gesellschaft ist derart sexistisch, dass die Geburt eines Jungen gefeiert wird, während die eines Mädchens als Unglück empfunden wird. Das beginnt also bereits mit der Geburt. Sind sie dann größer, wird den Mädchen ständig gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Es gibt Tausende von Verboten, die eine Gleichbehandlung verhindern. Weder Jungen noch Mädchen können sich dagegen wehren. Man nimmt dem Mädchen ihre Freiheit unter dem Vorwand, dass sie verletzlich sind, und verbannt sie gleichzeitig in die Küche, wo sie vom Rest der Welt abgeschnitten sind. An all dem hat sich bislang nicht viel verändert. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in Zukunft bessern wird. Das indische Volk ist durch die verschiedenen Religionen und Kasten sehr gespalten. Solange wir nicht als gesamte Nation zusammenarbeiten, wird es keine Veränderungen geben. Wenn die indischen Frauen frei denken und sprechen könnten, würden sie andere Bereiche für sich entdecken, als Mutter im Dienst vieler Generationen von kleinen Prinzen zu sein. So würde ein Missstand in der indischen Gesellschaft behoben. Es wäre Schluss mit den Kinderkönigen, die als Erwachsene blind daran glauben, dass die Welt ihnen gehört und ihnen keinerlei Grenzen gesetzt sind. Doch der oft sehr tiefe Graben, der die indischen Männer und Frauen trennt, ist nicht unüberwindbar. Die Emanzipation der Frau hat begonnen und ebnet auch einer jungen Generation von Fotojournalistinnen den Weg. Sie haben keine Angst, in den öffentlichen Raum vorzudringen, der noch bis vor kurzem den Männern vorbehalten war. Mansi Tablial hat bei Reuters für die nationale und internationale Presse gearbeitet, bevor sie beschloss, sich selbstständig zu machen. Im Bungalow 9 haben die Beatles gewohnt. In welchem? In dem da, Nummer 9. Dort haben sie das weiße Album geschrieben. Okay.
Sie haben meditiert, sind in diesem Wald spazieren gegangen und haben die Songs für ihr Album komponiert. Unsere Vorfahren kamen hierher, um ihren Geist zu entspannen. In diesem Wald haben viele große Meister intensiv meditiert. Der Guru Babji hat hier 2 Wochen lang meditiert und dabei nur Wasser aus dem Ganges getrunken. Als ich mit dem Fotografieren anfing, begann ich, meine Umgebung genauer zu betrachten und auf die Details und das Licht zu achten. Dadurch habe ich die Außenwelt bewusster wahrgenommen und bin weniger nachlässig und selbstgefällig geworden. Das hat mich zu einem besseren Menschen gemacht. Für die meisten meiner Bekannten und Freundinnen ist es nicht leicht, als Frau in Indien aufzuwachsen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Vielleicht teilen wir eine gewisse Verletzlichkeit, die uns verbindet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mehr Reportagen über Frauen mache. Ich fühle mich ihnen näher, so als wären ihre Probleme in gewisser Weise auch meine. Die Fotos für mein Projekt Der lange Weg zur Toilette habe ich an einem einzigen Tag gemacht. Dieses Problem ist in Indien sehr verbreitet. Während der Reportage wurde mir klar, dass es in diesem Dorf Autos, Motorräder und viel modernen Komfort gibt. Trotzdem dachten die Menschen dort immer noch, dass Toiletten nicht zwingend notwendig seien. Das liegt daran, dass die Männer des Hauses keine Angst haben, im Freien auszutreten, während die Frauen ihr Geschäft vor Sonnenaufgang verrichten müssen, weil sie sich bei Tageslicht zu verletzlich fühlen. Diesem Stress sind sie tagtäglich ausgesetzt. Mein Land wird immer gieriger. Sogar die Kinder sind in Gefahr. Ich arbeitete gerade an einem Projekt über Kinderhandel, als ein kleines 5-jähriges Mädchen entführt wurde. Sie wurde von 2 Männern, die im selben Gebäude wohnten, in einen Keller verschleppt und 4 Tage lang vergewaltigt, ohne dass jemand etwas davon ahnte. Schließlich hat man sie gefunden. Nach dieser Geschichte wollte ich herausfinden, was genau mit den vermissten Mädchen geschieht und was aus ihren Eltern wird. Es sind so viele, die Statistiken sind wirklich erschreckend. Innerhalb eines Jahres wurden über 600 verschwundene Kinder gezählt. Und das sind nur die angezeigten Fälle. Heutzutage werden die Eltern immer besorgter. Sie möchten ihre Kinder am liebsten einsperren. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele Dörfer sich zu Städten entwickeln und es immer weniger Raum gibt. Aber Kinder haben nun einmal viel Energie, die sie irgendwie kanalisieren müssen. Es gibt zu wenig Raum, in dem sie sich entfalten können. Das ist so süß. Dieses Gefühl räumlicher Beengtheit, das sie mit vielen anderen Kindern weltweit teilen, ist für die traditionellen indischen Familien neu. Immer noch leben 70% der Bevölkerung Indiens auf dem Land. Doch die Zeiten ändern sich schnell. Seit den 90er Jahren sind viele Kleinstädte entstanden, in denen die neue Mittelschicht lebt. In diesen mehr oder weniger wohlhabenden Städten herrschen oft brutale Verbrechersyndikate. Sie sind eine Gefahr für Jugendliche, die sich vor der harten Realität leicht in scheinbare Paradiese flüchten. Dieses dritte Indien, auf halbem Wege zwischen Stadt und Land, entdecken nun auch die Fotografen, die bisher nur zwischen extremer Armut der ländlichen Regionen und der Betriebsamkeit der Großstädte pendeln.
Wer heute das ländliche Indien bereist, stellt fest, dass die westliche Vorstellung von einer breiten Mittelschicht, die entscheidend zur Globalisierung und Entwicklung Indiens beiträgt, nichts weiter ist als ein Mythos. Dieses Phänomen existiert nur in den Ballungsräumen. Die westliche Welt stellt sich dagegen eine Art Bilderbuch Indien vor. Ein idealisiertes Bild, das geschaffen wurde, um Investoren ins Land zu locken. Die Demokratie funktioniert für viele Menschen, aber nicht für die Armen. Leider ist das in diesem Land die Realität. Das erinnert mich an einen Bauern, der einmal zu mir sagte: Wenn du arm geboren bist, wirst du in diesem Land auch arm sterben. Willst du es sehen? Gefällt's dir? Ich glaube an die Demokratie und die Macht des Volkes. Natürlich nehmen die Zivilgesellschaften einen wichtigen Platz ein, aber ich denke, der Staat sollte in einem Land die Hauptrolle spielen. Wir haben überlebt. Wir haben das britische Weltreich dank einer Volksbewegung besiegt. Das darf Indien niemals vergessen. Bis die Demokratie breiteren Bevölkerungsschichten mehr Möglichkeiten bietet, träumen viele Inder weiter und vertrauen auf ihr Glück. In Mumbai, der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, in der Straßenkinder zu Filmstars aufsteigen können, verschmelzen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Anonymität der pulsierenden Großstadt. Diese infernalische und bettelarme Stadt der Extreme könnte auch der ideale Ort sein, um das Los der Parias zu verbessern. Dazu braucht es nicht mehr als das Engagement eines energischen Mannes, der der Zivilgesellschaft hilft, die Macht zu ergreifen. Ich bin Pressefotograf und viele Menschen vertrauen mir ihre Probleme an. Eines Tages bat mich ein Arbeiter, mir die Bedingungen anzusehen, unter denen er arbeitete. Ich habe das mehrmals verschoben, aber da er nicht locker ließ und mich bat, wenigstens ein einziges Mal zu kommen, bin ich eines Abends in sein Viertel gefahren. Es war herzzerreißend. Zu sehen, wie diese Menschen leben und arbeiten. Menschen, die meine Landsleute sind und in meiner Stadt wohnen. Ihre Wohnverhältnisse sind katastrophal. Und sie arbeiten in der Kanalisation, wo sie den Müll mit bloßen Händen sammeln und auf ihren Schultern tragen. Alle Menschen produzieren Müll, aber nur die Angehörigen dieser Kaste sammeln ihn. Zur Bürde der niedrigen Kaste kommen noch die der Religion und des Alkohols, denn ohne Alkohol können sie nicht arbeiten. Ihr Gewerbe hat diesen Menschen jegliche Selbstachtung und Würde genommen. 15 Jahre lang habe ich kontinuierlich an diesem Projekt gearbeitet. Die Kanalisationsarbeiter haben mir immer wieder gesagt, dass meine Fotos nichts an ihrem Schicksal ändern würden, dass ich aber etwas für ihre Kinder tun könnte. Hallo, ich heiße Manoj Baban Pawar. Mein Vater arbeitet für die Municipal Corporation of Greater Mumbai. Meine Familie war in großen Schwierigkeiten, sodass ich nicht zur Schule gehen konnte. Ich habe mich so sehr für die Fotografie begeistert, dass ich mir im Internet Fotos heruntergeladen habe. Vor etwa 10 Jahren habe ich an einem Workshop von Sutarak Olve teilgenommen. Ich werde ihm nie vergessen, dass er mich das Fotografieren gelehrt hat. Ich werde alles tun, um als Pressefotograf arbeiten zu können. Ich habe eine Chance bekommen, die ich unbedingt nutzen will. Vielen Dank. Wir werden finanzielle Mittel bekommen, mit denen wir 20 Jugendlichen eine 2-jährige Ausbildung mit den Schwerpunkten Journalismus, Fotografie, Photoshop und Hochzeitsfotos anbieten können. Von diesen 20 Schülern werden hoffentlich mindestens 5 den Beruf des Fotografen ergreifen. Ja.
Ich bin sehr glücklich zu sehen, dass diese Jugendlichen noch genauso begeistert sind wie vor 10 Jahren. Sie konnten etwas für sich verändern, weil wir alle zusammenarbeiten. Sie haben eine vielversprechende Zukunft. Als Sudarak Olves Aufnahmen von den Kanalarbeitern in Mumbai einer breiten Öffentlichkeit gezeigt werden, sagt einer der einflussreichsten Männer des Landes, Ratan Tata, ich will solche Bilder nie wieder sehen. Er beschließt, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um die Arbeitsbedingungen der Kanalarbeiter zu verbessern und ihren Kindern das Fotografieren beizubringen. Die Zivilgesellschaft handelt und kann das manchmal blockierte Räderwerk der Demokratie umgehen. Sie stellt eine der treibenden Kräfte des Landes dar. Die indische Jugend, die 2/3 der Bevölkerung ausmacht, meldet sich immer häufiger zu Wort. Als Wähler, aber, wo es nötig ist, auch als Aktivisten. In Zukunft wird ihr die Macht gehören.